Hallo und herzlich willkommen zurück zu LPT Minecraft. Heute wieder mit Sago Knight und Dark Frozen 1. Die sind noch beide da, beide in meinem Channel. Also was heißt in meinem Channel, eben Teamspeak. Und die schalte ich jetzt dazu. Und dann machen wir weiter. Wahrscheinlich mit der Kirche. Falls ihr euch fragt, was das hier hinten ist für ein Bauwerk, weil ihr das noch gar nicht kennt, weil das im Let's Play nicht vorkam. Da habe ich ein kurzes Resümee aufgezeichnet. Das kommt bald online, beziehungsweise wenn ihr dieses Video seht, ist es schon online. Dann guckt euch am besten erst dieses kleine Resümee an, was wir so gemacht haben und warum ihr es nicht gesehen habt. Dann seid ihr nämlich auch bestens informiert, um dem weiteren Let's Play zu folgen. So, dann schalte ich die beiden mal dazu. Kleinen Moment. Sound resumed. So, da sind wir. Hallo. Und was machen wir heute, Philipp? Die Kirche weiter? Ja, na klar. Wie kann ich dir helfen? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, ich weiß nicht genau, du könntest theoretisch einen Friedhof anfangen oder hier hinten schon mal den Anbau hochziehen. Ja, wenn ich fange, ich mal, das habe ich letztens auch, glaube ich, als letztes gesagt, mit dem Friedhof. Ja. Dann gucken wir mal, dass ich mit dem anfange. Dann gehe ich mir mal in den Keller ein bisschen Laub holen. Jo. Und dann gucke ich, dass ich zuerst mal die Umrandung mache. Ich weiß ja, so ein Grab. Wie machen wir Seelensand und dann zwei Blöcke, ein Grab oder wie? Ja, genau. Und Doppelgräber halt dann vier. Mit Eichenlaub wieder. Du kannst, können wir machen. Okay. Haben wir Seelensand? Bestimmt. Ja, aber frag mich jetzt bitte nicht wo. Wo ist es denn, Philipp? Wo haben wir den denn? Keine Ahnung. Wie kannst du denn das nicht wissen, Philipp? Du bist doch hier unsere Lagerbitch. Ja, muss mal gucken. Wir haben doch so eine Höllekiste. Ich glaube, da ist es mit drin. Ach, Philipp, weißt du, ich habe schon längst gefunden. Ja, war mir doch klar, dass du es schon gleich findest. Warum redest du eigentlich mit mir? Bitte was? Warum redest du dann eigentlich mit mir, wenn du es sowieso schneller findest? Weiß ich manchmal auch nicht. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Jetzt muss ich mir überlegen, wie machen wir das hier? Ja, lass dir was einfallen, irgendwie. Naja, ich... Wir haben halt kein Laub am Gitter vorbei, innen. Ach so. Das heißt, das ist dann, wenn ich hier direkt so... Das finde ich dann so offen, verstehst du, wie ich meine? Wie offen? Naja. Ja, einfach von allen Seiten einsehbar. Ja. Und dann haben wir hier einen dreibreiten Eingang. Lass ich es jetzt dreibreit? Du kannst ihn ja auch schmäler machen dann. Ich könnte aber einen dreibreiten Hauptgang lassen. Das wäre ja machbar. Ja. Und dann mache ich hier einen zweibreiten. Und dann kann da noch ein Grasblock, da zwei, da den Grabstein, ein frei, Mauer. Dann mache ich mal noch ein paar Falltüren. Und dasselbe hier. Dann gleich mal gucken, wie das aussieht. Oder du machst einfach mal, weil es heißt ja immer, dass ich dich nicht kontrollieren soll. Du kannst das auch, kannst es hier, wenn du dir das jetzt anguckst, was ich da jetzt gemacht habe, ja. Nämlich auf zwei Seiten einen Strich aus Laub. das ist super aussagekräftig. Ja, na klar. Da kannst du das dir gerne angucken. Das sagt schon alles aus. Das wird dir nichts helfen. Also, ich habe hier zwei Linien von Laub. Ja. So, ich will noch ein bisschen Quarz holen. Noch eine Runde Quarzen hier. Er quarzt immer so viel. Das ganze weiße Quarz, später schwarz. Nutzeis. Nutzeis? Also ein Eis werde ich jetzt auch nehmen. Machst mir Appetit. Ja, wenn ich eins da hätte, würde ich auch eins essen, aber ich habe keins. Ah, doof, hä? Ja.
Ich muss demnächst auch mal wieder einkaufen gehen. Bisschen was. Oh, kannst du mal vorne an die Kirche, also an die Kirche fliegen und mal gucken, was ich da für Zäune verbaut habe? Ich soll gucken, was du für Zäune verbaut hast? Da ist doch Quarz vorne, also so Musterin gemacht. Sieht aus wie Eiche. Ja. Ja, und da mal bitte mit F3 gucken, was das für ein Holz ist. Ach so, meinst du, ja. Und was haben wir denn da? Eiche, bitte. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo ich das ablesen kann. Na, auf der linken... Nee, ja, auf der rechten Seite. Steht doch ganz unten, müsste die Bezeichnung stehen. Von dem Block, wo du drauf guckst. Minecraft. Da steht Minecraft-Fans, also Zaun. Okay. Okay, dann muss ich selber gucken gehen. Sieht aus wie Eiche, würde ich sagen. Aber da steht nicht, was für ein Zaun das ist, Philipp. Ja, dann ist es wieder dieser typische Bug von Minecraft, dass das nicht angezeigt wird. Oder was heißt Bug? Einfach nicht eingebaut. Aber man kann doch einfach einen abbauen und dann in den Inventar gucken, was es ist. Ist Eiche, brauchst du nicht abbauen. Ist Eiche, Eiche, Eiche. Eiche die Weiche. Écoutez-moi. Ja. Ich will jetzt mal nichts gesagt haben. Hä? Hä? Wie meinst du das? Das sage ich jetzt nichts zu deiner Copyright-Verletzung. Ach, das bringt nichts. Das war Karaoke. Karaoke, okay. Karaoke ohne Musik. Da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Okay, na das dann. Das war nicht gewollt. Heute ist der Server etwas laggy, oder? Ja, der ist schon irgendwie, ich weiß nicht, schon länger so laggy. Aber heute? Ja, das haben wir heute schon beim Holzfarm gemerkt. Der leckt da so ein Hin und Her. Bin mal gespannt, ob ein Moderator gerade zuguckt. Damit er das auch mal sehen kann, dass es nicht nur bei uns leckt. Wieso? Was leckt doch nur bei uns im Moment? Ja, ach so. Ja, du weißt, wie ich das meine. Aber die Zuschauer wissen es nicht. Oh, armes Tuk-Tuk. Meinst du, der Moderator denkt dann, oh Gott, leckt das. Jetzt hab ich's auch mal gesehen, bei mir leckt's. Bis er merkt, oh nee, warte mal, das war eine Aufnahme. So ein Mr. Wow. Ja. So. 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 Was hast du gemacht? Nix. Ein bisschen hier verzierte. Das ist aber nicht viel, nix. Ja. Wir müssen Sargos, Och, Sings. Sargos. Schmiede auch noch ein bisschen verzieren, ja? Ja. Oder nicht? Kommt Zeit, kommt Absturz. Klar. Was für ein Absturz? Wenn heute die Aufnahme wieder abstürzt, dann schrei ich aber. Wird schon echt. So, 1 Grabstein, 2 Grab, 1 leer. Ah, du zählst. Passt. 2, 4, 5. Habe ich jetzt auch abzählen können. 2, 4, 5, ja. Hätte ich mal bei dem anderen abgezählt, hätte ich direkt gewusst, wo ich hin muss. Ja, so ist das. So, 1, 2, 3, 4, 5. Auch wenn man abzählt, ist viel einfacher. Da fällt dir der ganze Spaß weg. Das passt ja gar nicht. Was passt nicht? Das passt ja wirklich nicht. Ja, was ich hier zusammenbastel. Aber kein Wunder, man muss es bloß auf die richtige Höhe setzen. So. So? Ah. Nee. 2. Doch. Leicht verwirrt. Okay. Komm mal kurz zu mir, Philipp. Ich stehe über dir. Ach so. Du stehst über? Ich brauche mindestens 5 Platz für so ein Grab, ja? Ja.
Aber wenn ich jetzt 15, 20 Blöcke Platz habe für 4 Reihen Grab, dann... reicht doch, dann pack doch das irgendwie random hin. Du musst ja nicht hier das jetzt in Reihe und Glied und ganz akkurat machen. Dann machen wir es einfach so und dann mache ich hier noch eine Bank längs hin und so weiter. Ja, genau, dann machst du es so und noch einen schönen Baum mit Pflanzen. So sieht's aus. Kriegst du hier dazwischen einen Baum? Also hier? Nur dazwischen. Dass der Baum hier rauswächst, das fände ich ganz geil. Muss ich gucken. Müsste gehen. Was für ein Baum soll ich denn da pflanzen? Kiefer? Nein, eine Kiefer nicht. Eine Birke? Mach doch eine Birke, ja, na klar. Dü. Mach mal denn hier jetzt noch Feines? Soll ich dann hier auch einen Baum hinmachen? Ja. Die Müdigkeit setzt ein, nicht so gut. Was für eine Müdigkeit, wir nehmen gerade mal seit 11 Minuten auf. Ja, ich weiß. Aber ich fange jetzt gleich an, hier den Baum hochzuziehen. Den Baum? Fängst du also an, den Baum hochzuziehen? Den Bau hochzuziehen. Wieso willst du den Bau hochziehen? Na, ich muss da hinten die Rückwand noch bauen. Ach, jetzt genau. Wollte ich einen Gag machen und hab's richtig gesagt. ist okay. Na, vergeigt. Es ist schon spät. Ja, I know. You're tired. Ah ja, heute war anstrengend. Ich hab nicht so ein lapidares Studentenleben wie du. Och, so lapidar ist das nun auch wieder nicht. Ach, die ganze Zeit hast du immer was anderes behauptet, wenn ich das gesagt hab. Ja, bei dir ist das was ganz anderes. Das glaub ich nicht. Du mit deinem lapidaren dualen Studium. Ja, klar. Wir machen ja nur das, was du, wo du schön ein halbes Jahr für Zeit hast, in 2 Monaten, ja. Warum ein halbes Jahr Zeit? Ein Semester ist doch ein halbes Jahr. Ja, ein Semester ist ein halbes Jahr, genau. Ja. Und wenn du auf deine Universität da gehst, hast du doch Semester, oder nicht? Ja, da habe ich ganz normal Semester. Ich gehe mit den ganz normalen Studenten gehe ich auf die Uni, richtig. Ja, eben. Und während die Semesterferien haben, muss ich in den Betrieb zur Weiterbildung. Ja, meinst du, bei mir ist es anders? Nein. Bei uns gibt es überhaupt keine Ferien in dem Sinn. Du hast Urlaub, den du nehmen kannst. Ja, aber bei dir, weiß ja nicht, wie das beim dualen Studium ist, also bei dem normalen dualen Studium, so wie du es machst mit dem Blockunterricht, da hast du ja diese 4 Monate... Und bei mir sind es ja 6 Monate. Du müsstest doch theoretisch dann die 2 Monate, die dir da fehlen, noch anknüpfen am nächsten Semester. Wo habe ich 4 Monate? Ich verstehe dich nicht. Hast du nicht 4 Monate? Ein Semester besteht bei uns aus 3 Monaten Theorie und 3 Monaten Praxis. Ja, okay, dann halt 3 Monate. Dann hast du aber dein Teil ist ja dann mein Praxis, also mein Semester geht ja ein halbes Jahr, also 6 Monate. Und bei dir sind es 3 Monate. Du musst halt 2-mal hingehen für den Stoff, also sozusagen ein Dreivierteljahr, und ich dafür ein halbes Jahr für denselben Stoff. Nein, wir machen denselben Stoff wie du in 2 bis 3 Monaten. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben täglich von morgens 8 bis 19 Uhr oder was Vorlesung und nehmen das ganze Zeug durch. Jeden Tag? Nicht jeden Tag, aber ziemlich oft. Okay. Also ich müsste erst nochmal gucken, wie mein Uni-Plan ist, weil wir werden aufgeteilt noch in Gruppen, weil wir zu viele sind. Ja, ist ja nicht schlimm. So. Dann gucken wir mal, wie wir das auch hier hinbekommen. Was wollte ich denn jetzt holen? Ach ja, jetzt weiß ich wieder, Stonebricks. Doch, richtig, Seelensand. Hast du ihn gefunden jetzt, den Seelensand? Ja, schon länger, habe ich doch gesagt, eben schon. Naja, hätte es sein können, dass du ihn schon wieder vergessen hast. 1, 2, 3, oh, das ist wunderschön. Oh, mon amour. Das sieht aus, als wenn es geschneit hätte. Was, wo? Auf der Kirche. Ach so. Ich weiß nicht, was das sein soll.